Willkommen beim Beispielvideo zum Thema Textgleichungen. Welche Zahl hat die folgende Eigenschaft? Die Hälfte einer Zahl ist um 3 größer als ein Drittel dieser Zahl. Aufgabenstellung A. Stelle eine Gleichung für diese Zahl auf und löse diese. Aufgabenstellung B. Führe eine Probe durch. Wir haben die Hälfte einer Zahl und wir wissen, diese Hälfte ist um 3 größer als ein Drittel. Das heißt, wir vergleichen die Hälfte, z halbe, mit einem Drittel, z Drittel. Eine Gleichung kann man sich immer mit einer Waage veranschaulichen. Wenn die Hälfte um 3 größer ist als das Drittel, muss man von der Hälfte 3 subtrahieren oder zum Drittel 3 addieren, um sie gleichsetzen zu können. Ich subtrahiere von der Hälfte der Zahl die Zahl 3 und kann sie dann mit dem Drittel gleichsetzen. Diese Gleichung ist nun zu lösen. Um die Nenner wegzubringen oder zu eliminieren, multiplizieren wir in einem ersten Schritt mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Zahlen 2 und 3. Und das ist die Zahl 6. Und wir erhalten z halbe mal 6 minus 3 mal 6 ist z Drittel mal 6. Jedes einzelne Glied muss mit der Zahl 6 multipliziert werden. Nach dem Kürzen, 2 kann mit dem Faktor 6 gekürzt werden und 3 ebenfalls mit dem Faktor 6. Und wir erhalten z mal 3 minus 18 ist z mal 2. Um die Variable auf der linken Seite zu isolieren, führen wir jetzt Äquivalenzumformungen durch. Das heißt, wir addieren auf beiden Seiten der Gleichung die Zahl 18. Anstelle von z mal 3 können wir natürlich 3 mal z schreiben, das Kommutativgesetz anwenden. 3 mal z minus 18 plus 18 hebt sich auf. Auf der rechten Seite z mal 2 oder wieder umgedreht 2 mal z plus 18. Jetzt wird auf beiden Seiten der Term 2z subtrahiert. Und wir erhalten 3z minus 2z ist 1z oder kurz z. Und auf der rechten Seite hebt sich 2 mal z minus 2 mal z auf und die Zahl 18 bleibt übrig. Damit sind wir schon bei der Lösung der Gleichung z ist 18 angelangt. Diese Lösung müssen wir noch überprüfen und eine Probe durchführen. Bei der Probe setzt man die Lösung in die ursprüngliche Gleichung ein und überprüft, ob die Aussage stimmt. Also Probe, 18 halbe minus 3 soll sein 18 Drittel. Die Hälfte der Zahl 18 ist die Zahl 9. Wenn man davon 3 subtrahiert, kommt man zur Zahl 6. Und das ist eine wahre Aussage. Damit ist das Beispiel gelöst.